Ja, da bin ich wieder. Es ist ein leichter Unfall passiert, und zwar bei meinen Schildkröten im Becken. Ich meine, die müssten sich das Landteil an Land ziehen. Das ist meine Lieblingsschildkröte, das ist die Mauler, die sogenannte Mauler. Ein Lieblingsstück, schön groß und wunderschön. Wie gesagt, das Landteil ist ein bisschen an Wasser gegangen. Dann weiß ich nicht, Übergewicht gekriegt, so wie das aussieht. Ja. Ist zu wenig Gewicht drauf. Mal einen Stein holen. Woher kriege ich jetzt einen Stein? Da. Den da beschweren. So. Mit mehreren Steinen beschweren. Dann noch irgendwo einen drüber. Mal eben. Nein. Ich kann über. Doch, da hinten ist noch einer. Da. So, dann den Stein, zweiten. Und dann auch da rein. Als Beschwerung. So. Und die Blätterhilfe wieder arretieren. Und hier muss dann noch irgendwas an Sand rein, damit die sich da drauf wieder stellen können. Sand habe ich im Moment nicht da, muss ich noch holen. Ansonsten ist wieder gut. Noch meine schönste Schildkröte, wo ist die? Zeige ich Ihnen mal. Nein. Moment. Auch nicht, alles da. Höckerschildkröten und meine Florida Rotbauch, die ist da auch drin. Aber kann ich im Moment nicht finden. Naja, egal. Da ist sie. Netter, diesen schönen Panzer, schön gefärbt. 1A Qualität, ja, und ein bisschen zickig, aber das sind ja alle. Können sie denn da oben drauf liegen? Ja, das geht auch. Und wunderbar. Zack, weg ist er. So, jetzt haben wir wieder alles hergestellt. Provisorisch, muss noch Sand holen. Dann wird der Sand noch eingebracht. Den Schildkröten geht's gut, den anderen auch. Und den Welsen auch. Da liegen beide und schnarchen vor sich hin. Okay, bis dann. Na, na, na.